My lane spot to the beat of the stereo, and nothing but the radio. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Euer Black is back und heute mal wieder mit einem ganz normalen Commentary und Gameplay. Und diesmal seht ihr eine Campstrike im Hintergrund auf der Map Warhawk, hieß die, glaube ich. Und ich habe gespielt mit der Honey Badger mit Rotpunkt und Vordergriff, weil Schalldämpfer da drauf. Also das finde ich eigentlich an manchen Waffen richtig geil, dass da halt schon vorher Aufsätze drauf sind, nur auf manchen sind auch richtig unnötige. Auf einer ist, glaube ich, so ein Laser, den eh kein Mensch braucht, aber was soll man machen? Jedenfalls habe ich den Schalldämpfer schon drauf, deswegen sozusagen drei Aufsätze. Und ich spiele die Honey Badger auch am liebsten mit Rotpunkt, weil ich das Iron Sight irgendwie nicht so mag. Und mir kommt es irgendwie so vor, als wäre die Waffe mehr eine SMG als eine Assault Rifle, weil, keine Ahnung, die ist so vom Gefühl her anders als die anderen. Ja. Und ich wollte ein kurzes Commentary jetzt mal hier raushauen, weil ich bin gerade so in einer Freistunde. Ich habe 4 Freistunden, dienstags immer. Und da fahre ich meistens nach Hause und jetzt muss ich gerade mal ein Physikreferat machen. Dann dachte ich mir, wenn der PC eh schon mal an ist und du ein Referat machst, dann kannst du währenddessen ein Video rendern und Gameplay hast hier noch im Hintergrund und dann laberst du mal so ein bisschen. Also bei mir sieht die Lage im Moment so aus, dass ich heute haben wir den 12. Ich werde es, denke ich mal, am Mittwoch dann morgen hochladen. Und diese Woche sieht es halt bei mir so aus, dass ich seit Montag jetzt nicht spiele und bis Freitag oder bis Samstag nicht, weil ich schreibe diesen Mittwoch, habe ich so einen Einstellungstest und Freitag schreibe ich so eine Mathe-Klausur. Und ich weiß nicht, immer wenn ich zocke, kann ich mich dann schlechter konzentrieren, deswegen lasse ich das jetzt erstmal ganz bleiben. Ich hoffe, ich bin danach nicht ganz raus oder so, weil es ist schon irgendwie ziemlich kacke, wenn man ein paar Tage nicht spielt. Vielleicht spiele ich mich dann ein paar Runden im privaten Match ein oder so. Aber mal gucken, hier mit der Prezi in wie heißt das Spiel nochmal? Ghost, genau. Ich wollte gerade wieder Black Ops 2 sagen. In Ghost sieht es ja auch ziemlich gut aus bei mir. Und auch bei Anton, also der hat eine 29er, ich habe eine 28,6 oder so. Weil in keinem anderen Spiel so und das vor allen Dingen ohne Burstwaffen, also das finde ich richtig krass. Ich weiß nicht, irgendwie kann ich in dem Spiel auch am besten aimen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet jetzt. Also wie euer Aim so geworden ist, weil in dem Spiel ist echt mein Aim richtig gut geworden. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, weil sich das irgendwie auch anders anfühlt oder so. Manche sagen ja, das Spiel ist nicht anders als alle anderen Call of Duties, aber ich finde, das fühlt sich schon ganz anders an. Mit der Zeit, wenn man sich einspielt, ist es natürlich genauso geil wie die anderen auch, nur am Anfang war es halt ein bisschen komisch. So, das hatte ich ja schon mal gesagt. Und in dem Gameplay ist es, glaube ich, so, dass ich jetzt hier mein Spezi schon erreicht habe. Und gleich werde ich mal so einen kleinen Schnitt machen, weil da war ich auf einer 20er-Streak. So, da war eine 20er-Streak und dann habe ich irgendwie 1-2 Minuten gar keinen Gegner gefunden. Und dann habe ich nochmal die letzten 3 Kills ganz schnell gemacht. War auf jeden Fall richtig komisch, dann hätte ich auch noch ein bisschen schneller sein können. Es war jetzt so um die, keine Ahnung, 3-4 Minuten. Aber ich werde ja, wie gesagt, gleich noch was raussteigen. Da werdet ihr am Ende sehen, wie die noch explodiert. Und dann werdet ihr auch sehen, wie die Map danach aussieht. Und die sieht zwar richtig hässlich aus. Man sieht einfach kaum mehr, was ist auf anderen Maps auch so. Auf Whiteout war das, glaube ich, auch. Dass man einfach kaum mehr was sieht. Und überall ist so Nebel und so ein komischer Rauch. Und da bin ich, glaube ich, danach auch irgendwie 7-8 Mal gestorben. Weil ich einfach nichts mehr sehen konnte. Ich habe sie ja zum Glück erst so gegen Ende rausgehauen, weil ich schon vorher wusste, dass man dann auf manchen Maps nichts mehr sieht. Und ja, ihr seht schon, jetzt habe ich so ungefähr die 20er-Streak und jetzt werde ich mal kurz schneiden, denke ich mal. Weil, da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich jetzt hier von dem Haus ins andere Haus und wieder in das Haus gerannt bin, einfach niemanden mehr gefunden habe. Aber bald kommt ja schon Bodenkrieg raus und, ach ja, ich habe gehört, es soll demnächst auch einen Patch geben, 15.12., da soll ein neues Spielmodi wieder in Ghost reinkommen. Ich werde euch einfach im nächsten Video mal sagen, welche. Denn ich habe jetzt hier gleich schon die Campstrike erreicht, glaube ich. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Meine Campstrike auf einer anderen Map, weil anstatt Campstrike mit jeder Waffe, weil die sind eh alle gleich gut, könnte man eigentlich auch machen Campstrike auf jeder Map, weil das finde ich irgendwie schwieriger, um ganz ehrlich zu sein. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Idee findet. Campstrike auf jeder Map wird mir auf jeden Fall Spaß machen, das zu erspielen. Dann würde ich auch mal andere Maps spielen. Nur ein paar sind halt echt scheiße, aber was will man machen? Naja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und haut rein.